Viele Cocktails. Ja, die Lokale sehen auch sehr gut aus. Schön gegrillt, auf den Fotos zumindest. Aber ich glaube, das ist auch sehr lecker, wahrscheinlich die meisten Restaurants. Old House Restaurant. Ja, das. Ja, Eis, sehr verlockend. Richtige Türme. Die Ranzen. Mega cool. Was mir gefällt, sind immer die Bars. Die haben den eigenen Pool irgendwie hinten dran. Man kann überall in den Bars sitzen. Und die haben irgendwie eigene Pools und Liegestühle. Man kann irgendwie jeden Tag abchillen. Pancakes habe ich vorhin auch gesehen. Irgendwie 4 oder 5 Libra kosten die. Das ist immer irgendwie die Hälfte. Also wenn 5 Libra oder oben ist einer für 3 Libra 50. Ich glaube Libra heißt die Währung. Also 5 Libra wären 2,50 Euro. Also hier sehen wir gerade noch mal zu der Bar. Den Poolbereich. Mega cool. Und so Bars, die gibt es hier recht viel. Restaurants sind auch sehr schön. Bestimmt kochen die auch sehr gut. Bulgarische Küche kenne ich leider nicht. Ich bin heute angekommen hier. An der Promenade kann man langlaufen, wird man eigentlich nicht belästigt. Was natürlich immer wichtig ist, jetzt ein Fußballladen. Immer natürlich dann nicht vergessen. Ja, das hole ich mir noch, ein BVB-Handtuch. Das ist schon mal meins. Definitiv. Ein Sohnemann, der auch irgendwie noch ein schönes BVB-Trikot holen, natürlich. Oder Messi. Messi hat der natürlich auch. Ja, ein kleiner Rundgang von der Promenade. Ich war jetzt nicht ganz hinten am Hotel Lilith. Ich war vorhin am Hotel Lilith und bin dann irgendwie 5 Minuten vorgelaufen, weil da hinten ist nicht so interessant. Und hier geht's eben los. Wer hier noch einkaufen will, Aldo, den kommt der Aldo bekannt vor. Das soll ein Abklatsch von Aldi sein. Es gibt ja so viele. Oder Lidi hört sich wohl an wie Lidl. Oh Mann, was für Blöcke. Vielleicht ist Lidi oder Aldo ja auch eine Kette, wer weiß. Was die Dinger hier sind, weiß ich jetzt nicht. Kann man da jetzt gratis mitfahren oder verlangen die was? Ich bin jetzt viel rumgelaufen, jetzt wäre so ein Takeaway wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, aber die paar Meter kann ich auch laufen. Wahrscheinlich kostet es auch nicht viel. Hier sieht man wieder so einen eigenen Pool. Mega viele Vögel sogar im Pool. Oh Mann, wenn die da reinscheißen, dann badet man noch da drin. Ich hoffe, der Filter, der ist sehr gut. Aber eben, man ist dann an den Bars, am Pool und vorne ist die dazugehörige Bar. Ihr werdet es gleich sehen. Halt, ich laufe mal ein Stück vor. Nachher kommen wir dann zu dem Wesentlichen, zu der Partyzene hier vorne. Ja, das heißt ja, der Goldstrand ist, wie sagt man, das Äquivalent zu Mallorca. Viele Mallorca-Stars kommen ja nach zum Goldstrand jetzt. Genau. Eben hier wäre dann praktisch die Bar zu dem Pool. Wiener Kaffee, wer sowas noch braucht. Ja, ich werde mal den Rundgang hier machen. Ich habe am Anfang gar nicht geredet oder das dokumentiert, weil ich bin vorhin selber erst angekommen. Irgendwie um 16 Uhr. Jetzt haben wir, glaube ich, 19 Uhr rum. Ich muss die Uhrzeit noch umstellen. Geht eine Stunde vor.
eben überall Beachzugänge. Der Beach ist sehr schön. Vorhin waren hohe Wellen. Weiß nicht, ob das immer so ist. Halt so hoch auch nicht, so mittlere. So, wer einen Hund möchte, kann sich so einen Ballon kaufen. Dann hat man einen Tag einen Hund, bevor die Luft draußen ist. So, Fitness E-View, Fitness, wer sowas will im Urlaub. Ich habe im Hotel Fitness, habe das wirklich bescheiden, sage ich mal. Gut, ein paar Gewichte und so. Man kann ein paar Übungen machen. Riesenrad. Ja. Ja, ich werde mal das YouTube auf jeden Fall mit diesem Video bestücken. Auch wenn das Video recht scheiße ist, sage ich mal. Weil ich bin angekommen und habe erstmal zur Begrüßung ein Bierchen getrunken an der Bar. Ich habe ja voll inklusive gebucht, was eigentlich völlig unnötig ist. Ich glaube, hier draußen kann man recht gut und günstig essen. Wahrscheinlich viel besser. Aber ich habe es mal genommen wegen den Getränken und so, dass ich mal tagsüber, weil und eine Versorgung hat. Also hier Autoscooter, hier ist der Bierkönig. Es gibt ja in Mallorca, glaube ich, auch Bierkönig Bulgaria heißt es dann. Jetzt nehmen wir mal die Preise, eine Familienpizza, 30 Bewachen sind 15 Euro. Currywurst, Pommes gut sind auch 3 Euro. Aber ich habe da Sachen gesehen, die sind extrem günstig. Hier haben wir einen Eiffelturm. Ich mache mal das Bild kurz schräg. Sieht zwar scheiße aus. Seht ihr? Gehen wir mal wieder gerade. Ja, die ganzen bekannten Simulatoren. Coole Achterbahn, 3D. Weiße. Ja, das lieber nix. Eis. Ja, jetzt gehen wir mal unter dem Eiffelturm durch. Der schnellste Durchgang. Ah, und der passende Name: Cocktailbar Paris. Klingt ja interessant. Da sehe ich schon auch ein Plakat. Ich glaube, das Essen scheint recht gut zu sein. Also auch hier kriegt man, kriegt ja eben viel Seafood. Seawolf. Ja, ich habe gesehen, eben bei vielen Restaurants, die sahen echt gut aus. So 20 Libra oder so hat man echt schon die besten Gerichte. Echt leckeren Fisch und so alles. Also ich weiß nicht, ob er lecker ist, aber zumindest rein vom Foto für 20. Ich glaube, Libra ist die Währung. Ich bin mir eben nicht sicher. Das sind irgendwie 10 Euro, also immer die Hälfte. Eben dank vieler China-Produkte. Ja, die Bar sicher am Abend gut, so Chill Out oder hier Formel 1 oder sonstige Sportveranstaltungen. Also mir gefällt eigentlich die Promenade, muss ich sagen. Hier haben wir noch 5-Stern-Hotel, habe ich jetzt nicht gesehen beim Buchen. Ich bin in einem 4-Stern. Gladiol hatte allerdings schlechte Bewertungen. Das Zimmer, wo ich bekommen habe, ist recht gut, aber die Möbel sind eigentlich auch relativ neuwertig, aber vom Geschmack her würde ich sagen, ja, vielleicht hätte es meiner Oma oder davor noch gefallen. Das ist sicher keine. Also hier nochmal der Strand. Ja, und immer überall viel Musik und so. Goldstrand ist natürlich, ja, das ist so gemischt, habe ich gelesen, das ist so Party People, Ballermann, aber auch viele Familien kommen hier. Ein Subway, was mir eben gefällt, denn wie gesagt, ich bin heute gekommen. Ich weiß mir, wie das heißt, wie das präsentiert wird. Mega cool, so voll die Burgen.
Cool, Bubblegum, das wollte ich noch. Ich kenne jetzt nur Bubblegum zum Rauchen. Ja, die Gerichte werde ich erstmal testen. Ne? Das heißt, auch wenn ich all inklusiv gebucht habe, ich habe es ja nur gemacht wegen Getränke, Grundversorgung, Frühstück, am Mittag ein bisschen, werde ich hier noch einige Restaurants besuchen. Ich will wissen, wie die bulgarische Küche ist, wie der Fisch schmeckt. Bei den Preisen muss man nicht diskutieren. All inclusive sicher gut, wenn man mit Familie geht oder so und halt eine gewisse Grundversorgung hat. So, was haben wir da? Hold to win, 2 minutes, 200 lira. This one hand, 2 minutes, 30. Also, 2 minutes. Okay. Kraftübungen. Ja, ich bin schon ein bisschen älter, 47, da bin ich nicht mehr in dem Balzritual. Ja, haben wir noch China-Produkte? Schuhe, keine Ahnung, woher die kommen. Vielleicht auch China. Seit wann Street? Ja, zum Kaputtlaufen oder so, sieht man sicher vieles. Hier ist ein bisschen Fastfood, also eine Dönerbox, 8 Libra oder so, ich weiß nicht, ob ihr das seht. 4 Euro oder so, das sind eigentlich mehr so deutsche Preise. Sagt man in Deutschland 4 Euro, ich bin jetzt aus der Schweiz, also ich bin Deutsche. Aber ich wohne halt 20 Jahre in der Schweiz. Ich kenne schon viele deutsche Preise. Ich wohne ja an der Grenze, aber manchmal muss ich auch überlegen. Ein Döner ist 3 Euro, klar. Aber ist eine Dönerbox auch 3 Euro? Keine Ahnung, ich habe immer Döner geholt. Muss man eine Dönerbox holen, Leute. Ja, dann hat man hier, oh cool, so, was mir gefällt, sind so, schauen so Super Thai, Supreme, klar, sicher, Zuri-Qualität, aber kann man ein paar mitbringen machen, oder? Ja, Supreme, Bad Simpson, die sagen, die sind doch cool. Yeah. Ja, aber wie gesagt, ich kaufe immer am Ende vom Urlaub ein. Das macht man nicht am Anfang. Taschen. Weil wenn man dann am Ende vom Urlaub ist, dann hat man immer gewusst, was hat das gekostet und was ist denn von meinem Budget übrig. Und da ich all inklusiv habe, und vielleicht dann 3-4 Mal in den 10 Tagen oder 11 Tagen gerade auch noch so essen gehe, vielleicht 5 Mal, weil es eh nicht viel kostet. Ja, werde ich wahrscheinlich ein größeres Budget zum Einkaufen haben. So, neben dem BVB-Handtuch, das ist auch noch meins. Pablo Escobar. Cool, oder hier Jack Daniels. Die guckt so böse, also hier ist Megapark. Hier haben wir die Partys mit Ballermann-Stars von Mallorca, wo dann hier auftreten. So mega Schaumpartys und so. Ihr müsst es mal googeln im YouTube. Da geht recht die Post ab. Ob das jetzt hier im September mit Corona auch die Post abgeht, wäre sicher mega lustig. Ich war nie auf einer Ballermann-Party. Oh cool, und die Sitzecken. Oh cool, ja, aber ich bin halt alleine. Wenn du mit einer Gruppe oder so gehst, in so einer Sitzecke, mir die Kanne gibst. Ja, recht chillig. Ja, dann haben wir hier Partystadel Goldstrand. Hallo. Eben Markus Becker, Ike Hüftgold. Eben alles Ballermann-Stars, die auch hier auftreten. Willi Herrn, eben ich bin jetzt nicht so Fan, aber ich muss das mal so eine Ballermann-Party natürlich mitmachen. Jetzt ist eben 19 oder 20 Uhr, recht leer. Aber irgendwie so ein 1:1 Abklatsch von Mallorca anscheinend. Ich war eben nur auf dem Ballermann in Mallorca, auf dem Englischen.
Der war ganz lustig und den habe ich mal mitgemacht. Aber auf dem deutschen Ballermann war ich nie. Man kann auch hier Eimer kaufen, alles was verboten ist in Mallorca, ist hier erlaubt. Ein mexikanisches Restaurant. Sieht auch recht gut aus. Ja, genau. Ja. Extra nicht dich mitgefilmt. Bitte? Extra dich nicht mitgefilmt. Ja, darf ich gar filmen, kein Problem. Okay, schönen Tag. Ja, so Kunstpelze, so Pelz kann man nicht sagen. Junge, recht chillige Bar, die gefällt mir auch, mit so Shishas. Ein bisschen bunte Lichter. Ah ja, so Cocktailbar. Malibu sollte es halt sein. Sicher recht gut. Dann ist der Ballermann hier eigentlich recht zu Ende. Der Ballermann ist... Hallo. Ja, ich spreche Deutsch. Schweizerdeutsch? Ja, Schweizerdeutsch. Wieso spreche ich Schweizerisch? Ich habe Schweizer Pfanne hier. Ja, guck mal, Schweizerdeutsch. Guck mal, mach ein Foto. Komm, komm. Nein, nein. Komm mal ein Foto. Guck mal. Ich komme später. Was ist das hier? Ah ja, also ich bin Deutsch, aber ich wohne in der Schweiz. Schweizerdeutsch, ja. Genau. Ja, genau. Ein kurzes Getränk. Alles sofort. Später, später. Ich gehe gerade zum Hotel. Ich laufe gerade durch. Welches Hotel ich mache Urlaub? Wie? In welchem Hotel macht Urlaub? Gladiolstar. Ah, Gladiolstar. Ah, Gladiolstar ist hier. Ist nicht so gut. So, Gladiolstar ist hier. Genau, ich weiß, hab da noch all inklusiv. Aber kommst du und trink etwas, ja? Ja, ich komm schon noch. Ich bin 10 Tage. Ich bin jetzt am Sonntag. Was ist eigentlich, wenn ich rechts da lang laufe? Gar nichts. Gar nichts. Alles von hier bis da, Gladiolstar, oder? Gladiolstar, 10 Tage Urlaub machen. Gladiolstar. Ja, Ballermann. Ist hier was los. Keine Ahnung. Komm, geh später hier, geh's. Aber ich komm schon noch ein paar Mal. Wir wollen morgen kommen, ich habe morgen guten Fußball. Englische Liverpool Leeds, deutsche Pokal. Ah, cool. Es sind zwei Kanäle hier auf. Okay. Okay, cool, ja, viele. Hier sind eben viele. Also hier viel Fußball. Gute Essen, Schnitzel, Steck. Bitte. Ja. Eben, heute esse ich im Hotel. Aber ich werde noch ein paar Mal zurückkommen. Das Hotel morgen kommen. Morgen, ja. Ja, cool, coole Bar. Und? Richtige große Schweizer Fahne auch. Ja, die kam immer noch ins Viertelfinale bei der WM. Guck mal, ins Halbfinale kam sie nicht. Schweizer. Also ich bin Deutscher, ja, aber ich wohne in der Schweiz. Kann sein, dass ich ein bisschen schweizerisch rede. Ich wohne 20 Jahre in der Schweiz. Okay, dann morgen, ich habe deutsche Pokal. 16 Uhr, alle Spiele. 16 Uhr, ja. Okay, cool. Okay, danke, tschüss. Danke fürs Zeigen. Okay, hi, ciao. Ja, also nett sind sie und eigentlich nicht aufdringlich. Ich war noch nie in Bulgarien, muss ich sagen. Und was mir hier gefällt, ich laufe wirklich am Strand und da ist deine Ruhe oder so. Das ist recht chillig oder so. Wenn ich jetzt so in die Türkei oder in Ägypten gehe, dann kann man ja wirklich, sage ich mal, Nummern verteilen. Die Türkei ist ja auch schwarzes Meer. Aber so, sobald man die Hotelanlage verlässt, ist es stressig. In Bulgarien bin ich recht positiv überrascht. Man kann hier laufen. Die Promenade ist sehr schön. Wenn hier was los ist, ist sicher auch interessant. Die Strände sind sehr schön. Hier sind wir nochmal am Strand. Eben, und auch wenn man all inclusive hat, wie ich, kann man auch noch trotzdem essen gehen und so, weil nebenher, man muss ja nicht nur von dem leben. Ist ja alles nicht so teuer. Eben hier die Mosquito Bar. Also ich sehe, wenn ich da jetzt im Handy wird man nicht sehen, ist wahrscheinlich eine Cocktailbar. Oh, und cool. Ein Beach McDonald's. Ist ja geil. Beach Bar. McDonald's Beach. Ist ja geil. Bestimmt der McDonald's mit der besten Location. Gut, in Teneriffa war ich vor 3 Monaten oder so. Da gab es auch einen McDonald's direkt am Beach. Die können sich das leisten. Ja. Der andere hat gesagt, wenn ich in die Richtung laufe, hier ungefähr ist jetzt mein Hotel Gladiol. Jetzt muss ich nachher rechts hoch.
bin wahrscheinlich schon von der Höhe vorbei. Also morgen werde ich auf jeden Fall am Strand hier sein. Ich hoffe, morgen früh ist das, dann werde ich mal ein paar Bilder vom Mosquito Beach, Mosquito Beach, keine Ahnung wie der heißt, eben das ist der Goldstrand Beach machen. Und hier kommen dann noch ein paar Geschäfte, aber die können natürlich auch einen Scheiß reden. Morgen laufe ich mal den Weg hier lang ab. Jetzt gehe ich ins Hotel und ja, ich nehme mich mal ins Bild. Auf jeden Fall, wenn das Video gefallen hat, nicht mal abonnieren, deshalb habe ich einen Abonnent. Ich weiß, das Video ist vielleicht nicht so gut, aber ich habe mal gedacht, wenn ich jetzt die Promenade laufe, dann zeige ich das. Ich habe mich auch im YouTube ein bisschen informiert, bevor ich geflogen bin. Goldstrand habe ich nicht auf dem Kieker gehabt, sage ich mal. Und ich hatte eben zufällig frei. Ich hätte sicher Griechenland oder Portugal gebucht, weil das gerade nicht auf der Covid-19-Liste ist. Und zwei Arbeitskollegen haben sich eben zufällig unterhalten. Dann habe ich das auf dem Kieker gehabt, habe mich erst informiert letzten Freitag. Heute ist, was haben wir mich, auf Freitag, eben vor einer Woche, habe ich mich informiert. Bin dann spontan hierher geflogen. Ja, ich denke, so der erste Eindruck ist sicherlich sehr positiv, würde ich mal behaupten. Ich würde eben das Video mal ausschalten und wünsche euch noch einen schönen Abend dann oder Tag, je nachdem, um welche Zeit ihr das anschaut. Bis dann, ciao.